Hello and welcome to my channel. For English subtitles, please do this. Hallo und herzlich willkommen bei Butterfly Spirit, The Art of Transformation. Mein Name ist Freya. Ja, und lieber Schütze, du bist natürlich wieder hier an meinen Tisch geflattert. Ich finde das so lustig, ich habe das jetzt für mich neu erfunden, aus den Karten hier zwei Schmetterlingsflügel zu machen. Ja, für deine Septemberlegung, lieber Schütze. Wie immer werde ich dir das mediale Bild, das ich von der geistigen Welt für dich für den Monat September empfangen habe, zum Voraus geben. Dann machen wir die Legung mit diesem wunderschönen Tarot-Deck, wo ich auch den Namen mal wieder nicht weiß. Und ich werde diesen Monat mal den Meister, der dich im Monat September begleiten wird, werde ich mal aus die Hüter des Lichts herausfühlen für dich. Wieder einmal so. Und ja, wenn du das erste Mal hier an meinen Tisch gekommen bist, lieber Schütze, in meine kleine Daisy, ja, das ist mein Heim. Ich lebe in einem Bus, ganz spartanisch und minimalistisch, und jede Spende von euch übrigens und jeder Thanks hilft mir und meiner Daisy für Benzin und Essen. An dieser Stelle möchte ich mich jetzt einmal, ich habe es immer wieder vergessen und ich muss das jetzt loswerden, für die Briefe bedanken, die ihr mir alle zukommen, also die ihr mir hier schickt in die Schweiz, vor allem auch das auf den Ribu zu, die Wünsche für die neue Welt, ja, ich habe sie alle empfangen und ich habe jetzt gerade auch wieder zwei wunderbare Briefe an mich erhalten, wo Menschen Wünsche haben, ja, und ich tue die Briefe in einem Ritual verbrennen und ich sende sie ins Universum, ganz speziell zur neuen Göttin des neuen Zeitalters. Einfach, dass ihr das wisst, ja, und ich bedanke mich von ganzem Herzen dafür. Ja, ich habe jedes Mal Freude, wenn da wieder ein Brief reinflattert bei mir. Genau. Ja, Schütze, dein mediales Bild für den Monat September. Und schau dir vielleicht mal an die Liste im Community-Bereich, wenn du wissen möchtest, ob du wirklich ein Schütze bist oder vielleicht sogar ein Schlangenträger, ja, weil ich hier das 13. Zeichen integriere, das heißt den Schlangenträger, weil er wichtig ist fürs neue Zeitalter. Er ist die neue Energie, nämlich es ist, er steht für die Zentralsonne und die Kundalini-Energie, also für unser eigentlich Vater und Mutter Gott. Und da in dieser Liste kannst du schauen, ob du ein Schütze bist oder eventuell ein Schlangenträger, wenn du zwischen dem 30. und dem 17. November und 17. Dezember Geburtstag hast, dann bist du ein Schlangenträger. Ein Schlangenträger ist in jedem Zeichen, weil er ist ja auch die Kundalini, er ist die Schöpfung, ja, ist also für jeden interessant, auch zu schauen. Gut, lass uns starten in dein mediales Bild, Schütze. Ich habe dich gesehen, also euch, ich habe die Zentaur gesehen. Und es war eine Vollmondnacht. Und ihr standet alle in Reih und Glied am Meer. Und der Vollmond schien unglaublich hell und schön über das Meer an den Strand, wo ihr alle standet. Und dann war es, als würde das Leben, das Meer beginnen zu leben. Also im Sinne, es lebt ja. Das Meer ist weiblich, ja, das Meer gehört zur Göttin, das ist klar, auch zur Göttin Venus, kennen wir, wie sie in der Muschel steht. Und steht ja auch fürs Leben, ja, und für die Seele, fürs Unterbewusstsein, für die Psyche und so weiter. All diese Dinge lernt man im Übrigen bei meiner Ausbildung. Und ich sah euch stehen und plötzlich, es war wie ein Scannen, wie ein Scanblick ins Meer hinein. Und ich sah
Und ihr seid das auch, Schützen, Zentaur, die Rockstars. Genau, ihr seid das Wort Gottes, euch gehört die Kommunikation, Schütze. Und genau, und ich hörte diese Klänge. Zuerst waren es Klänge, wie die Delfine oder die Wale. Habt ihr je Walgesang gehört? Ich meine, echt, das ist unglaublich. Also ich habe ja 13 Jahre auf Hawaii gelebt und das ist der Ort Hawaii, die Inseln, wo sich die Wale paaren. Jedes Jahr kommen sie dorthin. Und die Hawaiianer haben größten Respekt vor diesen Tieren. Und wir sind immer an den Little Beach gegangen, so hieß das. Es war ein kleiner Strand, wo vor allem die Einheimischen kannten, und haben dort die Trommeln gespielt. Weil die Trommeln, diese Klänge, die Wale, animiert hat zu springen, zu tanzen dazu. Unglaublich. Und wenn man da ins Meer ist und den Kopf unter Wasser hielt, hörte man die Wale singen. Ihr Liebeslied singen. Boah. Ich bekomme fast Tränen. Also ich habe Gänsehaut von oben bis unten, lieber Schütze. Was auch immer du im September erlebst, das ist etwas unglaublich kosmisch Schönes. Der Klang der liebenden Wale. Der Klang der Göttin aus dem Meer. Und es scheint, ihr steht alle dort und ihr erwartet dieses Liebeslied. Ihr seid alle, also ich sehe euch, die Schütze mit dem dritten Auge und der Krone voll offen in dieser Energie schwingen und singen. Und ich habe gesehen, wie ihr hin und her geht und wie ihr die Göttin, das Meer, diese heilige Energie, dieser Tiere auch, dieser Fische, alles Leben im Meer, wie ihr es schützt, mit eurer Energie. Wow. Also das war ein mediales Bild, kann ich dir sagen. Ja, ich habe vorher die Welt hier gesehen und ja, also wie der Tanz der Welt. Und ich weiß nicht, ob das mit der neuen Erde zu tun hat, die ja am 13. September geboren wurde, durch die Kraft der Göttin, ja, der Zentralsonne, das neue Zeitalter, die neue Erde, dieses neue Kind, der 5D, wie ihr es nennt, ja. Und also ich kann dir sagen, Schütze, ihr schützt dieses Kind. Ja. Wow, die Armee von Michael. Ja. Und Michael ist verbunden mit dem Schwertwal im Übrigen. Das ist eines seiner Kreation, seiner Tiere, sind die Schwertwale und die Orcas. Und man nennt die Orcas auch die Wölfe der Meere. Wow, also ich fühle hier mich unglaublich stark bei dir jetzt hier, natürlich schon in der Legung, aber wir wollen schauen, was hier unser Deck dir für einen Meister noch mit auf den Weg gibt. Ja, lass uns in deine Legung starten, lieber Schütze, allgemein Finanzen, Beruf und Liebe und Beziehung. Boah, ich bin immer noch hin und weg von dieser Energie, dieses medialen Bildes. Lass es mich wissen, was es für dich bedeutet. Spirit, bitte, Schütze. Spirit. Ja, da kommt mir durch den Kopf, dass in meiner kleinen Feinpriestergruppe, also nur die wollen, ich habe eine WhatsApp-Gruppe, wenn wir große Arbeiten tun. Und nein, wir sind kein Kult, jeder ist frei. Also es ist auch nicht jede ausgebildete hohe Priesterin oder Priester in dieser Gruppe, man muss das gar nicht, ja. Ja, und wir sind, das ist wirklich witzig, ich glaube, außer eine, sie ist Wassermann, das neue Zeitalter, sind wir alle Schützen. Wow, jetzt habe ich aber Gänsehaut. Yeah. Mhm. Schütze oder Schlangenträger halt. Ja, genau. So, jetzt zu dir persönlich. Schütze, September. Allgemein. Geistige Welt. Bitte für unseren Schützen. Drei der Scheiben. Der Tod.
und Page der Schwerter. Ja, also, Drei der Scheiben ist ganz klar, es ist eine Karte der Dreieinigkeit und jeder, der ein bisschen Magie kennt oder solche Dinge, weiß, dass das Stärkste, was es gibt, ist die Dreieinigkeit, wenn man im Namen der Dreieinigkeit etwas ausspricht. Hier ist es mit den Scheiben, das heißt, hier kommt etwas in die Materie hinein, was du dir vielleicht gewünscht hast, lieber Schütze. Und das ist sehr stark, es ist auch haltbar mit der Dreieinigkeit. Man sagt auch, das ist ein bisschen die Karte der bestandenen Prüfungen, des Upgrades, sei das nun jetzt beruflich, finanziell, in einer Beziehung oder für dich persönlich, für deine Transformation. Auf jeden Fall kommt hier etwas sehr, sehr Starkes und Schönes. Du siehst es auch, diese wunderschöne Mondblume kommt hier in dein Leben, in die Manifestation hinein. Du hattest vielleicht im September auch mit Erzengel Gabriel vielleicht etwas zu tun, hier mit der Lilie und dem Tod. Sehr interessant, weil, also meine Priester müssen jetzt sicher schmunzeln, oder also ja, weil wir wissen etwas mit Gabriel und dem Tal der Toten. Und wir sind dort wirklich hingegangen und ja, wir haben dort ganz, ganz viele Seelen, vor allem die Kriegsseelen, wo ja auch Freya, eine Hälfte ist Odin, eine Hälfte ist Freya, gehören Freya und haben wir hier erlöst. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, lieber Schütze, dass das für dich persönlich auch gilt, dass du irgendwie etwas ganz Altes vielleicht, von alten Leben, vielleicht bist du eine alte Seele und hattest selbst sehr viele Kriege erlebt. Vielleicht hast du ein Seelenscanning bei mir gemacht, ja, das könnte auch sein, dass du das in Erfahrung gebracht hast. Warum du vielleicht manchmal das Gefühl hast, ich trage die ganze Welt auf den Schultern, kennst du dieses Gefühl? Oder dich eine Trauer überkommt, wo du nicht genau weißt, woher eigentlich, oder an etwas gelitten hast, Depression vielleicht, oder irgendein Zustand, wo du dich gefragt hast, warum habe ich das eigentlich? Ich habe doch ein gutes Leben. Und vielleicht kam es gar nicht von diesem Leben. Ja? Ich glaube, du warst hier in einer riesen Transformation, Schütze, mit dir selbst. Ja, du siehst den blauen Butterfly natürlich auch, und du siehst auch, wie sie eigentlich, ja, es ist ja auch die Karte des Sterbens, der Wiedergeburt, der Wiederauferstehung, der Wiederbelebung. Du siehst ja auch, wie wunderschön auch sie hier, das ist auch wieder eine Mondblume. Nein, das ist die Blume von Lady Nada. Interessant, diese pinke. Ja, wie sie auch wieder lebendig wird, ja. Wie der Phönix aus der Asche, könnte man sagen. So ein Prozess wirst du im September abschließen. Ich fühle, dass das einen Abschluss findet. Und du wirst das auch kommunizieren mit dem Page der Schwerter. Hier einfach ein bisschen Achtung. Ja, nein, der Page ist angenehmer. Er ist für alle Sternzeichen, steht er. Und er ist definitiv der Page, bringt dir immer ein Geschenk oder eine Einladung oder eine Chance zur Klärung hier. Du wirst das auch kommunizieren. Schau mal, er steht auf Büchern, ja, und die Pusteblume, ja, du legst hier etwas ab. So will ich das deuten. Intuitiv. Hier. Kommt mir vor wie Akashas, darum kam ich auch auf das Seelenscanning hier. Du findest übrigens die Liste, was ich dir alles anbieten kann, und das ist jede Menge. Sehr, sehr starke Energiearbeiten mit Erzengeln und mit Meistern, die ich tue für dich. Ich glaube, du legst hier so viel an ACTA. Also, du hast ganz vieles gelernt und es ist Zeit, jetzt das Alte abzulegen hier. Du stehst oben und du hast gesiegt. Ja, so fühle ich das. Wow. Ja, und die Pusteblume deute ich als ein Zeichen. Jetzt ist ein alter Kreislauf
und der ist wahrscheinlich schon uralt, über ganz viele Leben. Endlich stehst du um, Schütze. Dank deiner Gabe, ganz, ganz visionär und leidenschaftlich vorzugehen. Ja, du hast den Pfeil ja nach oben gerichtet. Und ich habe übrigens auch hier bei meinem Gesichtstattoo unten beim G, bedeutet übrigens Kriegerin, Gesbach ist gälisch, weil ich bin ja eine halbe Schottin, habe ich einen Pfeil, weil ich habe am 8. Dezember Geburtstag. Ja. Pusteblume. Und neue Samen werden gestreut. Wow, was für eine Energie hier bei dir. Ich bin ganz... ich kann es nicht beschreiben, mein Gefühl. Ich fühle mich sehr geehrt, diese Legung zu tun. In dieser Energie. Ja, Ehrfurcht habe ich hier. Ehrfurcht. Ich habe fast das Gefühl, dass die Göttin selbst hier ganz, ganz stark sich bedanken möchte bei deinem Dienst und bei deinem Schutz, wo du ihrem Kind hier dieser neuen Erde gibst. Ja. Ob du das bewusst tust oder unbewusst, du bist ein Zentaur. Und das sind die Krieger von Michael. Jo, ich habe vergessen, Finanzen und Beruf, entschuldige. Ja, ich bin so, auch hier, Wahnsinn. Jesus Christ, wir haben hier die Kraft. Auch hier, oh, du hörst vielleicht die Kinder hier schreien und lachen und spielen. Das ist die Vereinigung von männlich und weiblich und dieser Urkraft des Männlichen mit dieser Weisheit und der Urkraft des Weiblichen. Die Nummer 8 steht auch für Karma natürlich. Mir scheint, du hast etwas getan hier, du auch beruflich. Irgendwo, vielleicht hattest du eine Krise, schau mal auch der Löwe, wie er schaut, ja, wie er sich erschöpft in ihren Schoß gibt, hier, diese Hingabe an etwas. Und ich glaube, du hast hier beruflich oder finanziell vielleicht auch eine Krise hinter dir, wo du aber jetzt angekommen bist, wo du fühlst, mir wird vom Universum hier geholfen, ja. So würde ich das gerne hier deuten. Aber vielleicht hat dich auch beruflich die Leidenschaft für etwas gepackt. Das ist Sternzeichen Löwe. Vielleicht übernimmst du auch eine Leader-Position hier, Schütze, im September. Ich sehe es als... Weil wir haben hier die 10 Kelche. Also schau dir irgendwo... Ich weiß nicht, ob du eine Ausbildung vielleicht machst und du wirklich den Ruf fühlst, ich möchte eine hohe Priesterin oder Priester werden hier mit den 10 der Kelche. Also kommst hier definitiv auch beruflich an etwas heran, was dich sehr erfüllt. Also das ist eine fantastische berufliche, auch wenn es ein Projekt ist, was du hast, oder eine Idee, oder irgendwas, das ist ein totaler Neustart. Vielleicht sogar mit einem Partner. Du siehst hier unter Regenbogen. Und wow, und die, wow, ich sehe das erst jetzt. Und sie stehen im Wasser. Meine Güte. Schütze, schau dir das an. Wie das mediale Bild, ja. Wow, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Mich überwältigen hier tatsächlich diese Gefühle. Zehnter Kelche ist absoluter Gefühlsreichtum. Fische, Sternzeichen, in was für eine, du gehst in die neue Welt hier, mit deinem Partner, mit deiner Familie, mit deinem Beruf. Wow, du lässt alles hinter dir. Vertrauen, Hingabe hier an eine Sache, vielleicht die, wo du fühlst, sie ist grösser als ich, ja. Unterherrscher, du bringst es sogar in die Materie.
die hier, die drei der Münzen. Hier wird etwas unglaublich Schönes für dich manifestiert. Ich habe das Gefühl, das ist allumfassende Liebe. Ja, nicht nur für dich selbst oder für einen bestimmten Partner, vielleicht bist du ja auch Single, sondern für die Welt, für dieses neue Kind. Lass es mich in den Kommentaren wissen, wie du das fühlst. Ja? Weil der Herrscher ist die männliche Energie hier in der 3D. Ja? Wieder Sternzeichen, auch ein Leader natürlich. Feuerzeichen sind alles Leader, obwohl der Schütze eher derjenige ist, der unterstützend ist und sehr loyal. Und eher ein Teamplayer, während Widder und Löwe eher so ein bisschen die Einzelnen, obwohl Löwe auch nicht, ja, sind zwar alles Herdentiere, aber vor allem der Widder ist eher so, dass er gerne sein eigener Boss ist. Ja. Ja. Und vielleicht kommst du hier, Schütze, auch in deine männliche Kraft auch, oder du hast eine unglaublich Verbindung gefunden in dir, weil das sind wir nämlich auch, von männlich und weiblich in dir. Und lebst im September die männliche Energie aus, um eben dieses Projekt oder was auch immer das beruflich ist, vorwärts zu treiben. Und die Widderenergie kann das super. Also, ja. Lady Nada. Genau, Mars. Wow. Wow, ich bin geflasht. Wow, wow. Session. Ja, und ich möchte mal etwas sagen hier an die Frauen der Welt, ja. Aber auch an die Männer. Es ist doch einfach so. Und das wird auch im neuen Zeitalter einfach so sein. Wir kommen endlich in diese Ausgleichung. Ja, erstes Zeitalter war blaustrahlig männlich. Zweites Zeitalter war magentafarben, war das Kind eigentlich, ja, die Liebe. Und das dritte ist das Gold, das ist die Weisheit, die Erleuchtung. Das ist die goldene Mitte. Das sind die Eltern eigentlich, eben von der Zentralsonne. Und es wird einfach Zeit, dass diese Gleichberechtigung stattfindet zwischen Mann und Frau. Aber auch, dass eine Frau wieder lernt, eine Frau zu sein und ein Mann wieder lernt, ein Mann zu sein. Das ist etwas, was hier, ja, wo ich stolpern könnte, weil heute darf man ja schon gar kein Geschlecht mehr haben. Ja. Ich sage es mal so ganz, ja, ganz klar heraus. Gaia schenkt uns und baut uns diesen Körper, diesen Avatar. Das ist so. Er ist ein Geschenk für dich, die Erfahrung hier in der 3D zu tun und dich zu entwickeln zu deinem besten und schönsten Potenzial. Jeder darf mit diesem Körper natürlich machen, was er will. Ja? Bin da sehr urteilsfrei, aber eins müssen wir mal verstehen. Jeder Körper besteht aus 80% Wasser. Es ist egal, ob er männlich oder weiblich ist. Also wir, unser Wesen besteht, und die Erde selbst ja auch, und im Übrigen auch das Universum, besteht aus 80% Wasser. Was sprich heißt Emotionen. Es ist also falsch zu sagen, dass ein Mann nicht emotional ist und nicht emotional sein darf. Ja, die Tränen sind aus Salz. Wasser ist doch von der Göttin. Ist Reinigung, ist Leben. Ja, wir müssen von diesen alten Mustern, dieser alten Matrix endlich rauskommen. Wer singt denn die schönsten Liebeslieder, Frauen? Ja. Sind es nicht die Männer? Doch. Ja. Ein Mann ist genauso emotional wie eine Frau. Basta. Punkt aus Arm. So ist das. Jo. Das wollte ich hier einfach mal gesagt haben.
Und ich habe das Gefühl, dass du hier entweder, also hier mit deinem Twin bist oder ihn treffen wirst oder definitiven Seelenpartner, lieber Schütze, September. Ja, was will man da noch sagen? Das ist eine Heirat. Ja. Jo. Genau. Und das geschieht. Genau, und das geschieht vor allem dann, wenn man den weiblichen und den männlichen Teil in sich, wir sind nämlich eine Flamme, die auch zu 50% männlich und zu 50% weiblich ist, genau wie die Hirnhälften. Dein Twin ist in dir. Du bist dein Twin. Ja? Vielleicht hast du hier Frieden geschlossen und Heilung getan. Ja, vielleicht mit dem männlichen Anteil hier. Wow, ich könnte hier stundenlang jetzt noch reden. Wir sind schon auf 27 Minuten. Also lass uns endlich zur Liebe und Beziehung kommen, Schütze. Liebe und Beziehung. Ja. Jo. Schütze. September. Nein, ja. Die möchte ich zurück tun, weil ich habe gefühlt, sie. Es ist mir gerutscht. Es ist ein schönes Tarot, aber es ist sehr rutschig. Es wäre jetzt gut hier auf dem Tisch als Halbkreis. Schütze bitte. September. Liebe und Beziehung. Spirit bitte. Voilà. Ja, auch hier. Also ich kann es hier re recht kurz machen. Wie ich es gesagt habe, es ist definitiv mit der 6 der Scheiben. Ein wunderschöner Austausch, auch hier wieder diese Balance zwischen Geben und Nehmen. Schaut mal, wie respektvoll diese zwei Damen miteinander umgehen. Ja. Auch in deiner Beziehung, und wenn du Single bist, ist die Möglichkeit ganz stark gegeben, dass du im September in dir eine Heilung machst. Auch warum bin ich Single? Ja, wo habe ich Mühe, mich zu verbinden? Und die Möglichkeit ist gegeben, dass du hier jemanden ganz neuen kennenlernst, wo eben das stimmt. Geben und nehmen und sehr respektvoll und ehrfürchtig auch. Seht ihr irgendwie, wie die miteinander umgehen hier? Ja. Der Narr sagt alles. Die Null, das ist ein absoluter Neustart. Also wirklich wie alles abgelegt hier. Ich kann es nur wiederholen. Der Narr übrigens sehe ich definitiv als die Karte des Schlangenträgers. Seht auch hier diese Schlangenformen. Die Null. Das ist, wenn alles Karma gelöst ist. Karma, die 8. Ja, wenn du das drehst, was ergibt sich? Eine Null. Und durch dieses Portal müssen wir gehen als Priester, Hohepriester. Wir kennen den Ablauf des Aufstiegs, ja, und Karma muss gelöst sein. Wir müssen frei sein. Das ist hier definitiv für dich der Fall. Steht auch für die neue Erde. Du siehst hier die Urkraft des Krokodiles. Steht übrigens auch in der Bibel, im Alten Testament, sagt Gott anscheinend, ich bin das Krokodil. Also, im Sinne von dieses Reptilian Brain, ja, das jeder Mensch in sich hat. Ja, wir sind definitiv aus dem Wasser und wir sind irgendwo mal, mit Sicherheit ist dieser Körper ein Reptil gewesen. Und dieses Brain ist immer noch in uns. Es lenkt auf pures Überleben. Und der Mensch muss unbedingt davon wegkommen. Wir müssen diese Instinkte endlich überwinden für in die neue Zeit hinein. Sonst wird das nie besser. Ja, wir sind ein Volk. Und nicht dieser Teil gehört denen und dir gehört denen und ich bin weiß und ich bin schwarz und ich bin gelb und der ist rot. Das ist Blödsinn. Ich habe hier ein Totenschädel mit dem Spruch Under our skin, we are all the same. Ja, wenn wir die Haut ablegen, haben wir alles selbe Gerüst. Und zu diesem Bewusstsein müssen wir endlich kommen. Und du bist schon lange dort angelangt, lieber Schütze. Du stehst schon am Meer, am Eingang in diese neue Welt hinein. Schau dir das an. 10 der Stäbe.
Ich deute es jetzt hier nicht als eine Überlastung. Das kann sein, dass man hier überlastet ist mit 10 der Stäbe. Ja, das ist unglaublich viel Energie und das kann aber auch zu einem Burnout führen. Ich deute es hier aber als eine absolute, kraftvolle und wunderschön blühende Energie für dich. Auch in Sachen Liebe und Beziehung hier. Wow. Jo. Schütze, Schütze, Schütze. Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt noch gerne der Meister, da bin ich schon sehr, sehr gespannt, der dich im September ein bisschen an die Hand nimmt. Meister aufgestiegene der Weißen Bruderschaft, wo ich schon 36 Jahre mein Leben mit ihnen zusammenarbeite. Sie waren meine Lehrer. Ich hatte nie einen menschlichen Lehrer oder Guru. Also Krishnamurti finde ich super, der kommt auch aus der Theosophischen Gesellschaft übrigens, wo ich ja auch Mitglied war. Osho finde ich auch ganz toll. Eckhart Tolle höre ich mir auch mal gern an. Aber gelernt habe ich all mein Wissen von der geistigen Welt, von den aufgestiegenen Meistern. Das sind auch meine Ausbildungen, die ich gebe. Entsprechend bin ich gespannt, weil wenn manchmal ein Meister kommt, könnte dir auch mal ein bisschen kleinen Leerstein geben. Einfach, dass ich es gesagt hätte. Vor allem Serapis Bay. Jo. Ja, was habe ich gesagt? Jesus Christ am Anfang. Ich habe mich noch gefragt, warum sage ich das? Ja, Meister Jesus. Wir nennen ihn Lord Sananda. Das ist eigentlich sein aufgestiegener Name. Ist im September bei dir. Wow, was für eine Energie hier. Meister Jesus, Vergebung. Vielleicht ein Vergebungsritual, Schütze, bis ins erste Leben zurück. Wie fühlt sich das für dich an? Weil dann, das ist der Schlüssel zur Null. Das ist der schnellste Weg, Karma abzubauen. Darum hat das Jesus auch gesagt. Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ja, Vergebung. Du gehst den Weg des Lichts, der Liebe und der Vergebung. Ah, Vaterheilung ist jetzt möglich. Ich habe noch gesagt, vielleicht hast du hier auch ein Vaterthema oder ein Thema mit etwas Männlichem. Könnte auch sein. Lass es mich wissen. Du weißt, ich kann dir helfen. Du findest alles in der Liste unten, in der Playlist. Fühle heraus, was du brauchst. Für deine Transformation melde dich bei mir. Lieber Schütze, ich liebe dich von ganzem Herzen, das weißt du. Und ich wünsche dir ganz viel Licht und Liebe. Und ich freue mich ganz besonders wieder auf dich. Bis bald und tschüss.